fragen wir gleich mal nach. Zugeschaltet ist der Militärexperte Wolfgang Richter. Er ist Oberst AD. Herr Richter, ich grüße Sie. Hallo Herr Siemens, grüße. Die russische Armee hat also nach ukrainischen Angaben einen großen Angriff in der Nähe von Kharkiv begonnen. Ist das jetzt der Beginn der russischen Großoffensive, über die ja schon seit Wochen spekuliert wird? Und das kann Teil einer russischen Großoffensive sein, die ja lange erwartet worden war im Frühjahr. Wir haben jetzt Mai. Für Mai, Juni wurde das angekündigt. Ob dabei das Ziel besteht, tatsächlich auf die Großstadt Kharkiv loszugehen, selbst bei 50.000 Mann, ist das sicherlich ein gewagtes Unternehmen. Also das, was Herr Wanner gerade gesagt hat, Herstellen einer Pufferzone könnte natürlich ein Aspekt sein, aber die Kräfte, die hier zusammengezogen sind, sind ja worden, wenn das stimmt mit den 50.000, sind schon erheblich stark. Das ist schon eine komplette Armee. Und das würde eher darauf hindeuten, dass die Russen versuchen, die ukrainischen Frontlinien nun in die Breite zu ziehen, um die Ukrainer zu zwingen, von anderen Frontabschnitten Kräfte abzuziehen. Und genau das scheint auch derzeit zu geschehen. Denn Kiew hat ja nun gesagt, sie werden diese Front verstärken. Und was heißt das? In einer Lage, wo man sowieso zu wenig Personal hat. Man zieht von anderen Frontabschnitten also Kräfte ab. Die Russen sind derzeit personell zumindest doch deutlich überlegen an Fronttruppen. Und das kann bedeuten, dass die Russen beides machen. Versuchen, eine neue Front aufzumachen, aber gleichzeitig im Raum des westlichen Donetsk weiter vorzugehen und Raumgewinne zu machen. Sie müssen auch unter Zeitdruck handeln, denn natürlich wollen sie verhindern, dass die amerikanischen Waffenhilfen eintreffen, bevor sie Raumgewinne gemacht haben.